Die letzte Auswärtsfahrt der Saison führt uns am Samstag zum SV Waldhof Mannheim. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spieltag minus 1. Ja, Jojo, am Samstag hast du dein Startelfdebüt in der dritten Liga gefeiert. Direkt das 1:0 vorbereitet. Beim 2:0 warst du auch nicht unbeteiligt mit dem langen Ball. Nehmen wir uns mal mit, wie hat es sich angefühlt für dich? Ja, es war natürlich ein besonderes Gefühl. Hier mein Startelfdebüt, dann direkt ein Heimspiel für unsere Fans. Dann, wie du gesagt hast, dann Vorlage gegeben, dann auch mit deinem langen Ball für das zweite Tor. Es war sehr gut. Hat mich gefreut, dass ich konnte unsere Mannschaft helfen, das Spiel zu gewinnen. Nach 3 Niederlagen am Stück gab es endlich mal wieder einen Sieg. Wie habt ihr das 2:0 gegen Essen im Nachgang analysiert? Ja, es war sehr wichtig für uns in der Kabine. Ich sage auch, dass wir waren ein sehr gutes Spiel, wir waren sehr kompakt alle zusammen, wir haben defensiv sehr gut gearbeitet und dann aber waren sehr mutig mit dem Ball und haben versucht, Fußball zu zocken. Jetzt am Samstag geht es zum letzten Auswärtsspiel der Saison für uns nach Mannheim. Das Spiel ist gerade für die Fans auch ein sehr wichtiges. Wie wollt ihr es angehen? Ja, also Derby ist ein sehr wichtiges Spiel, wie du gesagt hast, für unsere Fans und auch als Spieler. Es gibt nichts Schöneres als ein ausverkauftes Spiel, ein Derby zu spielen mit Emotionen und alles. Also wenn alles geben, dann hoffentlich können wir die 3 Punkte holen. Alles klar, dann viel Erfolg und danke, Jojo. Vielen Dank. Wir geben Vollgas in den letzten Trainingseinheiten vor dem Duell mit dem SV Waldhof Mannheim. Wie Cheftrainer Jens Keller die Partie im Karl-Benz-Stadion einschätzt, hören wir bei der Pressekonferenz. Ja, ich glaube, das wird dann auch noch durch das Derby-Charakter. Man hat ja schon gesehen, was hier für eine Stimmung war. So ein Spiel, wo es wichtig ist, dass man körperlich enorm dagegen hält. Ich gehe davon aus, dass Mannheim sehr, sehr aggressiv spielen wird. Und da wird es unheimlich wichtig sein, dass wir körperlich dagegen halten und die Stimmung auch aufsaugen, die da im Stadion sein wird. Man redet ja von 20.000 und wird es eine tolle Stimmung geben. Und ich glaube, das wird ein ganz heißes Spiel. Nach Emanuel Iwe ist Jeremias Lorch der zweite Neuzugang des SV Sandhausen für die Saison 24-25. In unserem Format Schwarz oder Weiß lernen wir den Defensivspezialisten, der vom FC Viktoria Köln kommt, besser kennen. Jeremias Lorch, herzlich willkommen am Hartwald. Schön, dass du hier bist. Stell dich bitte kurz vor. Hallo, mein Name ist Jeremias Lorch, Spitzname Jere. Ich komme vom FC Viktoria Köln und meine Position ist entweder in der Innenverteidigung oder zentrales Mittelfeld. Sehr gut, dann starten wir mit den Entscheidungsfragen. Die erste ist schwarz oder weiß? Ja, eher schwarz. Die Farbe gefällt mir einfach besser. Ich werde sagen, warum, aber finde ich schöner. Rote Karte oder Gegentor? Boah, rote Karte. Katze oder Hund? Bitte mit kurzer Erklärung. Hund, weil finde ich irgendwie süßer und die Krallen von der Katze mag ich nicht so. Frühaufsteher oder Nachteule? Ich stehe gerne früh auf, wenn ich es schaffe, aber ich schaffe es leider nicht so oft. Strand oder Berge? Strand. Einfach mehr mag ich mehr als die Berge. Sneaker oder Kickschuhe? Sneaker, die Kickschuhe sollen ja was Besonderes sein am Wochenende. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Realist oder Träumer? Realist. Herz oder Kopf? Boah, Kopf, glaube ich, bei mir. Damit sind wir durch. Vielen Dank. Gerne. Das war's für heute von Spieltag minus 1. Ich freue mich aufs Derby in Mannheim. Ich gehe davon aus, ihr auch. Wir sehen uns im Karl-Benz-Stadion. Ciao.